Stellt euch vor, es gäbe einen Panzer, welcher weitaus besser wäre als die Konkurrenz. Und damit meine ich jetzt nicht nur in ein oder zwei Eigenschaften, sondern komplett übertrieben. Und um das noch zu toppen, stellt euch vor, ein solcher Panzer würde auf einer niedrigen Stufe existieren, auf welcher vorwiegend Anfänger unterwegs sind. Aber gut, da solch ein Fahrzeug nicht in World of Tanks existiert. Das wäre fatal. Oder existiert solch ein Panzer doch im Spiel? Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute zum Panzer 5-4. Wer dieses Fahrzeug noch nicht kennt, ich versuche es euch ganz kurz zu erklären. Panzer 5-4 ist im gesamten Spiel, im gesamten World of Tanks, der beste Panzer, Stufe für Stufe gesehen. Was da noch oben drauf kommt, ist, dass der Panzer auf Stufe 5, also im Low-Tier angesiedelt ist, wo meist nur unerfahrene Spieler mit schlechten Besatzungen oder ohne Equipment und so weiter unterwegs sind. Ich habe mir das Fahrzeug in der Black Market Aktion sichern können, vor schon ein paar Monaten, und habe ihn seitdem aber noch nicht einmal angefasst. Ich habe mir vorgenommen, aus diesem Panzer ein Projekt zu machen, nämlich wollte ich schauen, über 100 Spiele, wie viel Basiserfahrung, Durchschnittsschaden und durchschnittliche Kills man rausholen kann. Mit allem am Maximum. Maximaler Besatzung, Equipment, Premium-Munition und so weiter. Das komplette Paket. Alles drum und dran. Letzte Woche habe ich damit im Stream angefangen. Wir sind die ersten 16 Games gefahren. Bevor ich dann Maps ausgeschlossen hatte, Zubehör eingebaut hatte und die Besatzung umtrainiert hatte, fehlte noch eine kleine Feinheit, bevor es losgehen konnte. Machen wir vielleicht noch einen Bond-Ansitzer ein, Leute? Das können wir machen, wa? Macht zwar wenig bis keinen Unterschied, aber why not? So, jetzt geht der Reload von 2,85 und 2314 DPM runter auf 2,82 und 2341 DPM. Boah! Ja, das hat gelohnt. Ja, und die finalen Werte klingen doch eigentlich ganz balanced für Stufe 7. Stufe 5. 3,2 Genauigkeit, 1,7 Aimtime, okay, 2,85 Sekunden Reload. Somit war nun alles final und es konnte losgehen. Und der Anfang lief alles andere als optimal. Hinten safe? Bin ich nicht, ne? Oh mein Gott. Fuck me! Oh ne, okay, bitte. Oh ne. Oh, Junge, der hat natürlich reingehauen. 200. 170 mit dem Schuss. Hi. Auch wenn ich jetzt hier noch stundenlang über Fjorde und das Map-Design herziehen könnte, darum soll es nicht gehen. Shit happens an der Stelle. Die nächste Runde auf Provinz war dann schon etwas vielversprechender. So direkt drüben ran und hoch und gleich Druck machen, glaube ich. Ne? Vielleicht können wir auch das beschießen, was da drüben lang fährt. Ich weiß es nicht. I don't quite know how it works. Whoa, Melan! Eine Schweigeminute für die armen Credits auf deinem virtuellen Konto. Ist es richtig, hier stehen zu bleiben? Spotte ich da drüben irgendwie was? Also kann ich da was spotten? Ist das technisch möglich? Ich warte mal. Weiter. Hoch, hoch. Okay, 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 okay. Ah, oh, ja, 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 ihr habt recht. Da haben wir schon den ersten verpasst. So, falls es auf der anderen Seite genauso aussieht wie... Oh, ja, Leute, oh. Leute, da müsste mich direkt zuflamen. Du fucking Vollidiot, fahr weiter. Du Idiot. Geistesblitze sind für Strohköpfe lebensgefährlich.
Ja, ist nett, der Tschütsche, Alter. Der ist nett, der Dude. Oh, 900 Damage. Mate, kannst du mal bitte... Alles nur zu deiner Sicherheit, ne? Lass das mal den Profi machen, bitte. Hm? Achso. Was habt ihr denn? Man kann ja übst ernten hier. Gut, dass ich die Map nicht ausgeschlossen habe, finde ich. Er kennt auch nur eine Richtung, ne? Nämlich vorwärts. Ja, fahr zwei One-Shots da hinten, scheiß drauf. Wie? Okay. Vorsicht! Minas. Ups. Ist mir das schon wieder passiert mit dem Sappen. Kappa. Scheiße, bin ich draufgegangen. Nein, da waren noch so viel AP drin. No, fuck. Mathilda hat mich. Nein. Oh, unlucko, Leute. Unlucko. Oh, bitter, bitter, bitter. Dieser kleine Fehler. Ja, dieses absolute Geier von mir. Hätte ich mich da ein bisschen zurückgenommen, bin ich mir ziemlich sicher, hätte ich in der Runde 5000 Schaden ernten können und ich hätte die sicher auch gewinnen können. Ah, aber gut. Was ein Feststand oder was mir klar war zu dem Zeitpunkt ist, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis wir die erste Monsterrunde einfahren würden. Also was ich merke, ist diese M10-Viecher, Alter. Die sind richtig ätzend, Alter. Gute Gun. Auch ziemlich mobil, ne? Was wird denn das? Na, traden will ich nicht. Ist mir zu schade. Alter, oh, kleines Gerät. Das ist aber ganz schön übertrieben, Kumpel.
in 5 Jahren der Wanne pennen, unter Wanne oder so? Kann man, okay. Ups. Falschen Knopf gedrückt. Schon wieder. Irgendwas kann ich da pennen, ich weiß nicht was, aber ne, Pennmarker springt kurzzeitig auf grün. Wahrscheinlich diese deutsche... Ja, du tatst drauf, sage ich euch. Wo nimmst du so viel Panzerung her? Mhm, er ist weg. Okay. Soll ich jetzt zum Excelsior hinterfahren oder was? Base ist komplett down, Leute. Oh, ich bin mir so unsicher. Scheiße, Mann, der KV ist einfach durchgerollt. Ja. Schlecht gemacht von mir. Ich hätte viel eher crossen sollen. Aber okay, verloren ist es noch nicht, ne? Natürlich jetzt irgendwie die Base steffen. Ah, blöd, dass ich den nicht getrackt habe, den 5-4, ne? Ja, den Excelsior, da hätte ich ihn komplett ernten können gleich, in der KV hätte nichts abbekommen. Gucken, ob schon jemand hier durch die Mitte fährt. Nein. 5-4 ist immer noch unspotted. Wäre ich komplett selber deffen müssen, ne? Fünf, vier ist hinter mir, ist mir jetzt scheißegal. Cruiser, Alter, was willst du? Er rennt weg, er weiß, was auf ihn erwartet. Oder was ihn erwartet. Panzerung nicht durchschlagen. Mann, warum hat der Typ so einen Lack, Leute? Ich
Ich will ausschließen, dass jemand schon hinter mir steht. Okay, ich spieß über die komplett offene Flanke. Ich will es komplett über außen spielen. Zack, zack, zack. Sichtweite, Mobilität nutzen. So, und wo sind die jetzt hin, die Gegner? Was schreibt der Panzer im Chat dort? Könnt ihr das lesen? Könnt ihr das lesen? Okay. Wo sind die hin, die Kollegen? Das macht mir gerade ein bisschen Angst, to be honest. Ich weiß gerade, ob ich hier hochfahren will. Um ehrlich zu sein, möchte ich das nicht. Weil da oben bin ich locked, kann von allen Seiten beschossen werden. Sehe zwar alles, aber wäre auch von überall gesehen. Oder kann von überall gesehen werden. Soll ich da jetzt gegenpushen da oben, Leute? Ich bin zu unentschlossen. Aber ich denke, ich muss jetzt langsam wieder in die andere Richtung fahren, ne? Was meint er, ist da oben? Könnte theoretisch einer stehen, ne? Hier will ich nicht anfahren, das ist viel zu offen. Ich bin zurückgefahren, weil ich Schiss hatte vor einem Blindshot. Das wollte ich nicht riskieren. Ich hatte einfach Schiss, dass er mich blind nimmt. Das ist einfach wie im Counter-Strike. Ecke für Ecke retaken. Und hoffen, dass keiner mit der AWP lauert. AFK war der. Junge, ich warte und warte und warte auf die Gegner und die sind beide AFK. Ja, das war natürlich schade. Zum Schluss hätte ich gern noch gekämpft, aber gut. Junge, Junge, Junge. 2300 Base XP. Was ist das? Was ist das, Leute? Was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Game-Damage-Verteilung? Ich meine, die haben vielleicht, weißt du, 13 Leute machen 10% des Schadens. Einer macht 30 und der andere macht 50 oder 60. Eieiei. Sind meine höchsten XP ever? Das weiß ich gar nicht. Wir können mal nachgucken. Nee. Mein 5 Jahre alter Base XP-Rekord wurde an diesem Tag tatsächlich noch geknackt. Das Game dazu findet ihr auf meinem brandneuen Zweitkanal. Dort werde ich Highlights und Gameplay hochladen, aber wirklich nur die allerbesten Spiele. Ihr findet den über den Link in der Videobeschreibung und wenn ihr schon dabei seid, lasst am besten dort auch ein Abo da, um kein Video zu verpassen. In dem Sinne, vielen Dank euch fürs Dabeisein. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne Like und Kommentar da und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.
Thank you.